Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Supermarkt Simulator. Wir werden heute mal versuchen, dass wir eventuell noch das Lager. Ne, warte mal, das Lager erweitern wollte ich ja gar nicht. Was wollte ich denn? Achso, ich wollte noch jemanden einstellen. Deswegen mache ich mal ganz Schande. Haben wir keinen Reis mehr? Was? Wie sieht denn das hier aus? Und wir können ruhig hier, 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 hier. Hier, oh Gott, das ist ja alles leer. Was habe ich denn hier mockt letztens? Gestern beim Feierabend. Habe ich gar nicht aufgepasst, wa? Gudi. So, Mignon, da kannst du noch mal ordentlich was einrollen. So, ich werde mal gucken, ob ich hier irgendwo. So, das kann man aufwerfen. Hey, wo ist denn das Zeug? Nämlich Spaghetti. Ach, hat er gefunden. Hat er gefunden. Super. Und ich schmeiß hier Essen durch die Gegend, wisst ihr? Komm her, das Mehl. War noch. Ja, das war noch voll. So, die Spag die. Oha, die sind ja auch schon ein bisschen. Mehl war ja voll, der rote zumindest. Das rote Mehl. Kasse mache ich auf. Um den Leuten hier zu helfen. Einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Sie sind der Erste an meiner Kasse. Geben Sie mal her. Haben Sie eingepinkelt? Nee. Das sah ja so dunkel aus eben. Das sah ja richtig Pfui aus. Hör mal auf. Hör mal auf. Von Weitem sah das aus, wenn er eingepinkelt hat. So, Sie bekommen mich zurück. Danke sehr. Beenden Sie uns mal wieder. Schokolade ist voll. Nee, also diesen Mod, ich weiß, dass sich damals mal einer beschwert hat. Ich meine, eigentlich hat er ja auch recht. Wollen ja Supermarkt oder hier im Laden sehen und nicht, dass ich hier eine ganze Folge nur am Einräumen war. Da habe ich wirklich gekauft wie so einen Blöden. Und da kann man sagen, da habe ich will ja nicht sagen, dass ich 20 Minuten hier, 20, 25 Minuten eingeräumt habe, das Regal. Aber da hat er schon recht, wenn er sich beschwert, wenn man sich beschwert, dass ich die ganze Folge dann nur die Regale eingeräumt habe. Weil das, ja, würde ich mir auch nicht unbedingt angucken wollen. Da muss ich mal gucken, ob ich den Mod nochmal finde. Eigentlich habe ich den. Ich weiß nicht, ob der nicht mehr aktiv ist oder habe ich den rausgeschmissen? Eigentlich hätte ich ja alle Mods rausgeschmissen, nachdem das ja bei diesem einen sehr großen Update, vor ein paar, ja, ich glaube, das sind schon Monate, ne? Ah, genau, bevor ich die. Genau, in der ersten Staffel habe ich doch beschummelt gehabt, habe ich mir das ganze Geld, habe ich mir doch Geld gegeben, weil ich meinen Shop doch wieder so haben wollte wie vor dem großen Update. Genau. Das ist ja dann doch schon ein paar Monate her. Also, so komme ich hier. Ja, genau, auf beiden gleichzeitig hier. Auf beiden gleichzeitig. Junge Frau, ich muss da hinten an die Kasse. So. Ja, genau. Ich weiß, da habe ich, glaube ich, alle Mods rausgenommen und habe dann eigentlich so nach und nach die wichtigen wieder reingemacht. Den habe ich wahrscheinlich vergessen. Oder ich muss wahrscheinlich, oder vielleicht war die, danke, George. Oder die Config-Datei ist vielleicht bloß weg, dass ich die wieder neu einstellen muss, eine bestimmte Taste. Ich glaube, automatisch einräumen. Ja, muss ich mal sehen.
Ja, damals war das ja so. Ich weiß nicht, die meine erste Staffel nicht gesehen haben. Sobald ich auf Kaufen geklickt habe, war nämlich gleich alles gleich in den Regalen hier drin. Ist irgendwo auch nicht verkehrt, ne? So hat der Einräumer wenigstens genug Zeit, die Regale einzuräumen dort im Laden und nicht hier draußen im Lager. So, ich mache meine Kasse mal wieder auf. Okay, reicht nicht. Ja, kleinen Moment bitte. Kleinen Moment bitte. Oh Gott. So, junge Dame, ich helfe Ihnen mal schnell. Bitte sehr. Helfe ich Ihnen, junge Dame. Junge Dame, es wird langsam kalt draußen. So sollten Sie mal was Vernünftiges anziehen. Was heißt Vernünftiges? Ich meine natürlich Verschlossenes und nicht vernünftig. Vernünftig sah das hier aus. So, 79, 69. Danke sehr. So, welches Level haben wir da eigentlich? Ich guck gleich mal. Wir müssen jetzt zurückzahlen. 44, 69. Wir haben Level 19. Ah ne, wir gehen auf Level 19 zu. Oh. Das dauert ja noch ewig. Wann war das? Level 22 brauchen wir, ne? Nein. Gut, ich könnte jetzt beschummeln, ne? Ich könnte jetzt den Mod nehmen und einfach erst hier GH drücken und dann steht da einer. Aber nein, das mache ich nicht. Das mache ich wirklich nachher erst, wenn der Laden wirklich wahnsinnig groß ist. Dann werde ich es vielleicht machen. Aber auch nur vielleicht. Weil wir haben ja gesehen, man kann ja mittlerweile 6 einstellen. Und ich glaube, so hatte ich, sonst hatte ich auch nicht mehr. Nee, ich glaube, da hatte ich auch bloß 6 oder 7. Insgesamt? Da weiß ich es nicht. Also langsam kriege ich Hunger. Hallo, die Dame. Was macht die Cola da unten? 10 Stück noch im Haus. Immer noch 68. Hallo, die Dame. So, 52 Mark und 56 Pfennige. Danke sehr. 43 Mark, 42. Danke sehr. Ja, eine zweite Kasse könnte ich mir ja noch gar nicht hier hin. Oder wenn ich die Schränke wieder zurückziehe. Könnte ich mir ja eventuell. Obwohl. Was? Nein! Ach komm! Oh, und es ist schon. Ach verdammt! Es ist schon 9 Uhr. Jetzt merken bestimmt wieder viele Leute rum. Am besten mache ich jetzt den Laden zu. Aber ne, die hier drinnen sind. Ja, ich weiß. Ach, sie hätte die letzten geklaut, gekauft. Aber dafür haben sie 94 Mäckerchen, junge Dame. Danke sehr. Lassen Sie mich raten, Sie wollten wahrscheinlich auch Milch kaufen, ne? Also rein zufällig. Ja, sage ich doch. Danke. Danke fürs Meckern. Nö, schön. Wollten Sie auch Milch kaufen? Nein, sie wollten keine Milch kaufen. Das finde ich sehr schwer in Ordnung. Gut, wir rechnen mal ab. Oh, wir müssen über 2000. So, gib mir her die Milch. Wo ist er da? Die Milch ist... Stell dir die mal wieder hier hin, junger Mann. Ist sogar schon zu faul, die wegzuräumen, ne? Entschuldigung. Jetzt habe ich ihm die Arbeit da weggenommen. Ach ja. So.
Ja, eigentlich war das blöd, was ich gerade gemacht habe, ne? Weil in der Zeit hätte er was anderes machen können. Warte mal, ich mach mal lieber zu, nicht, dass er die sonst nicht nimmt. Die war voll, die war auch. Ach komm, wir helfen dir schnell, Jung. Aber wir machen den Shop gleich auf. Kaffee haben wir noch. Na ah, komm. Brot haben wir noch 34, 32. Oha, hier können wir gleich dreimal bestellen am besten. Hiervon nehmen wir eins, davon eins. Öl, dann nehmen wir auch nochmal eins, hier noch eins. Und Salz können wir ruhig zwei nehmen. Ach, rein geht damit das Cape? Ah, okay. Warum gar nicht die Taste drücken? Finde ich gut. Oh, ich habe hier so eine neue Uhr. Die hat so ein hartes Gummiband. Armband. Wenn man auf der Tischkante immer lang schrubbert, das hört sich immer an, als wenn man. Naja, ihr wisst schon. Das finde ich ein bisschen sehr hart. Ich habe noch nie so ein hartes Gummiband an der Uhr gehabt. War das richtig. Naja. Steif. Nicht so flexibel wie für meine alten Uhr, so ein richtiges schönes Schlabbergummi, sondern. Muss ich mal gucken, ob ich mir ein anderes Gummiband kaufen kann. Aber das gefällt mir überhaupt nicht. So, hier haben wir noch einmal den Zucker, wollte ich gerade sagen. Und dafür stelle ich dir das hier wieder hin. So. So, schnell noch die leckeren Schokopops. Kasse mache ich wieder auf. Milch, habt ihr schon wieder Milch gekauft? Nein, habt ihr nicht. Und stellt das erstmal wieder hier hin. Lecker leise ist auch voll. Ja, nur hören Sie auf zu winken. Fragen Sie doch Ihren Zwillingsbruder, der hinter Ihnen steht. Was, deswegen komme ich hier extra her? Wegen 3 Mark? Die nehmen wenigstens 6,40 Mark, junge Frau. Warte mal, ich gehe mal an den Computer noch mal ran. Halt, warte mal, Rechnung. Warte, habe ich schon wieder so viele Tage gespielt? Was? Echt jetzt? Wow. So, geben Sie mir her Ihre Karte, junger Mann. 7 Mark und 43. Danke sehr. So und 98, ich zeige nochmal kurz zu. So, wartet mal. Guck mal, hier haben wir 0, dann nehmen wir 2. Hier haben wir nur noch 1, da brauche ich nicht. Da, ja, komm, dann kann ich auch. Hier können wir auch noch 2 nehmen. 2 oder 3, jetzt weiß ich gar nicht, wie oft ich jetzt drauf geklickt habe. Na komm, Käse können wir ruhig hier und hier können wir auch noch einmal mitnehmen. Thomas geht sogar schneller so. Warte mal, was sagt eigentlich die nächste Lizenz? Ich würde sagen, wir lassen den Laden erstmal so. Man kann ja auch zur Not mal ein bisschen enger stellen. Ne? Man muss ja hier nicht immer so einen riesen Platz hier haben. Ne? Ich glaube, ich werde diesen Laden erstmal so lassen, bis ich ordentlich wirklich wahnsinnig Kohle habe. Dann könnte ich theoretisch die Wand doch erstmal streichen, weil das gefällt mir so überhaupt nicht, wie das da ist. Guck mal, man könnte Kuchen, Süßigkeiten, Müsli, Schoko, Riegel und Joghurt. Joghurt brauchte ich noch mal im Kühlschrank. Verdammt. Obwohl, da könnte ich einen kleinen Kühlschrank noch nehmen. Ob ich den da oben raufballern kann? Das wäre ja geil. Aber ist ja Quatsch. Da kann ich einen großen nehmen, ne? Obwohl, wenn ich da unten einmal rausnehme. Ne, wartet mal. Ich will doch hier einmal Wasser rausnehmen. Könnte man tun, ne? Level 19 sind wir. Oh, guck mal, ich könnte ja schon so viel kaufen, sehe ich gerade. Ich könnte ja schon bis hier unten könnte ich ja schon kaufen. Kartoffeln, da werden wir mal noch warten. Da brauche ich einen größeren
Größere, warte mal, das ist Kühlschrank, Kühlschrank, Regal, Kühlschrank, Kühlschrank, Regal. Ich würde ja eher hierfür tendieren. Kühlschrank, Kühlschrank, ne? Dann könnte man hier noch einen Kühlschrank hinstellen. Und da haben wir ja noch ein Regal. Ich glaube, das werde ich auch tun. 52, 229. Ja, das werde ich tun. 59, 75. Nein, halt, ich muss hier hin. Eine Mark und 53 Pfennige. Ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte. Das werde ich auch bestimmt noch öfter sagen. Das ist das erste Spiel. Erstmal abgesehen, mal abgesehen von GTA und so, ne? Oder War Thunder und so. Was ich bisher am längsten spiele hier. Und ich bin immer noch begeistert über dieses Spiel. Vor allem jetzt mit diesen ganzen Erneuerungen. Das sagen viele, dass durch diese Erneuerung das Spiel, ich will nicht sagen, dass es das Spiel langsam spielbar macht. Aber ne, ihr wisst schon, was ich meine. Hör mal auf. Dass man das ohne Mod jetzt, ohne Mods spielen kann. Ja, letztens hatte ich einen Kommentar gelesen. Ist auch nicht böse gemeint, falls derjenige mich zuhört. Falls derjenige mich zuhört. Was laber ich denn? Falls er mir zuguckt. Natürlich den Mod hier, dass man sich so viel Geld rausnehmen kann, wie man will. Ja, wie gesagt, habe ich einmal getan nach dem großen Update. Wie gesagt, aber nicht um zu beschummeln, dass ich mir alles kaufen kann, sondern ich habe nur meinen Shop wieder so hergestellt, wie er vor dem Update war. Und dann habe ich mein Geld wieder zurückgemacht auf, ne, auf den Kontostand, den ich vor dem vorher hatte. Nee, also mit dem Geld beschummeln würde ich definitiv niemals hier. Ich sag mal, mit einem erweiterten Einräume oder Kassiere oder so, ja, da gebe ich zu, das würde ich vielleicht tun. Das schmälert ja nicht das Spielerlebnis. Aber Geld und so, weiß ich nicht. Geld würde ich nicht beschummeln. Dass man unendlich Waren hat und so, würde ich nicht beschummeln. Also das müsste, das muss schon, weil das Lied, das ist ja, ne, das ist ja der Sinn dieses Spiels. Einräume, wie gesagt, ja, ja, soll ja auch nicht, ich sag mal so, wenn ich es ganz alleine spielen würde, ohne euch jetzt das zuschauen, ja, genau, zuschauen zu lassen, würde ich es vielleicht auch ohne erweiterten Einräume machen, sag ich mal, weil wenn ich dann immer hin und her wetze, hier diese Stelle hin und her laufe und diese schnelle Kamerabewegung, aber ich habe mir das mal selber angeguckt, die ersten Folgen, wo ich noch so hektisch gewesen bin. Also damals die ersten Folgen vor einem Jahr. Na, nee, ein Jahr nicht. Anfang des Jahres. Ging mir echt auf den Zünder. Dieses, das ist nicht anzuschauen. Wenn man hier nur hin und her rennt. Diese schnelle Kamerabewegung. Deswegen mache ich meine Maus auch immer ziemlich langsam hier beim Bewegen. Also die Einstellung hier von der DPI. Ja, wartet mal. Theoretisch könnte ich doch den hier schon rausnehmen, ne? Ach ne, ich wollte ja hier einen Kühlschrank hinstellen. Habe ich den schon? Ja, den habe ich ja schon. Guck mal, hey. Oh, oh, oh. Einen schönen guten Abend, mein Herr. Sie sind der Letzte. Sie werden aber den Einkauf trotzdem nicht umsonst kriegen. Über 100? Achso, warte. 1,76 bloß. Verdammt. So, das macht 1, 2, 3, 4. Danke sehr und beenden Sie auch bald wieder. So, ich werde mal den Kühlschrank. Hoffentlich passt das alles. Ach, verdammt. Okay, wartet mal. Dann muss ich den mal ganz kurz nochmal zur Seite. Hör mal auf, bitte. Den muss ich dann doch ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Warte mal, ich muss... Ja, der steht ja hinten dran. Ne? Der steht auch hinten dran. Ne? Ih, das passt ja nicht. Na, das ist ja doof. Ne? Oder stelle ich mich ein bisschen blöd an? Ach, guck mal, so geht das doch. Na, geht doch. Guck mal.
Ja, dann muss ich den noch einen rüberschieben hier. So, guck mal. Genau so habe ich das gemeint. Das sieht so geil über Eck aus. Das gefällt mir richtig gut. Einen Eckkühlschrank hatten wir ja nicht, ne? Oder haben wir einen Eckkühlschrank? Kleine Gefrierschrank. Das ist doch auch neu, oder? Kühlschrank. Aber mit offen weiß ich nicht. Hier kommen ja nachher da kommen nachher die Geflügel rein. Könnte ich da machen, ja, genau. Das kommt ja auch irgendwann. Ah, hier könnte ich nachher, ja, genau, das kriege ich auch noch. Lautsprecher. Guti, so, wir gucken mal. So, ich werde mal schnell unsere Rechnung bezahlen. Wir sind bei Level 20, sind wir also noch zweimal Level. Schnell mal unsere Rechnung bezahlen. Ich würde sagen, was wollte ich? Das hier, ne? Regal, warte mal. Kühlschrank, Regal. Ach, jetzt habe ich es gekauft. Das sage ich jedes Mal, ne? So. Ich würde sagen, zweimal. Offen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. So, den Zucker, guck mal, passt genau hier rein. Den ballern wir gleich da oben drin. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel da reinpasst. So, das war ja dieses komische Zeug hier. So. Muss ich dann auch gleich mal. Genau, dann. Ach, siehst du, ich hätte mal gleich einen Regalplatz suchen sollen. Guck mal, ich würde sagen, das ballern wir gleich hier rein. Das muss ich. Nee, ach, siehst du, das muss ich noch kontrollieren. Nicht kontrollieren, was erzähle ich denn? Wieder Gefriersachen und Kühlschranksachen in einem Regal und alles andere in einem anderen Regal. Die Eier. Mach die erstmal hier oben rein. Okay, ich muss dir erstmal ganz kurz helfen. Ich muss gucken, wegen, wie wir was. Ach nö, komm, ein Tee, echt jetzt? Du. So, hier haben wir nochmal Eier. Mal gucken, passen da noch welche rein? Nö. Wir haben da unten 9 Stück, 12. Eigentlich reichen 12, oder? Ach komm, voll der Geiz. Wegmachen können wir jetzt immer noch. Hauptsache unsere 9 Waren reichen für. Na, wo ist denn der ganze Rest? Aber das ist doch. Hä? Ich glaube, der sortiert das immer neu um, ne? Sobald man bestellt. Junge, könntest du es mal da erstmal da wegräumen? Ach so, warte mal. Kann man doch einstellen, ne? Das muss ich mal ganz schnell mal testen. Einstellen. Ach so, unbeschriftete Racks verwenden. Ach, Kacke. Ich dachte, man kann das einstellen, dass er. Das ist ja blöd. Ich habe gedacht, man kann einstellen, dass er jetzt nur einräumt. Ins Regal da hinten packt. So, wir machen wieder zweimal Zucker. Wir haben natürlich wieder Mist mockt. Na. So, jetzt muss ich mal gucken. Der Zucker ist da oben. Hier hätten wir noch Platz. Ich würde sagen, ich baller den hier rein.
Apropos, wo haben wir die Schokolade? Die haben wir da. Ich würde sagen, ich nehme das Salz hier raus und klopfe das Salz erstmal da rein. Ja, aber wir lassen ja gleich ein bisschen sortieren hier, so. Käse. So ein Käse. Ach, da oben. Ne, Moment. Mach mal auf das Ding. Okay, hätte ich andersrum gemacht, wäre schneller gegangen. So, hoch mit dir. So, den Honig, den müsste ich eigentlich zu der Schokolade stellen, ne? Ja, noch ein Regal passt hier nicht rein. Und ein schmales kaufen will ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich glaube, ich werde mal versuchen, ob das reicht. Ach, Öl macht er. Ich dachte, er wollte jetzt die Schokolade nehmen. So, Soda ist voll. Auch voll, das stellen wir erstmal wieder hier hin. Parmesan mache ich auch 2. Nein. Wieder fast vergessen. Ballen wir da unten rein? Oder haben wir noch ein großes Paket? Ah, hier, das haben wir auch noch. Ja, wo sind der zweite? Ja, sag mal. Hä? Hm? Hab ich nur einen bestellt davon? Ach. Scheiße. Der hat schon wieder eingeräumt, der Penner. Alter Falter, du bist viel zu schnell, Jung. Und ich so bin hier wieder dumm und dämlich. Ist ja geil. Ach nee, warte mal, wir machen das mal so und dann machen wir das so und du kommst wieder weg. Ach Mensch, ey, Alter, da ist aber wirklich ganz schandel gewesen. Okay, das Salz ist auch voll. Aber da fehlt doch jetzt noch was, oder? Oder haben wir jetzt alles drin? Ja, warte mal, das Salz war jetzt hier vorne. Ja, müsste alles sein, ne? Ich gehe mal schnell am Computer gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, genau, 6 Artikel waren das, ne? So, wir gucken nochmal ganz schnell. Davon können wir 2, davon 2, davon 2, davon 1, davon 2, davon können wir ruhig ein paar mehr. Auch, 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 davon noch eins, davon eins, davon eins, davon drei, ja, wir haben ja 4 Fächer insgesamt. Wow. Nein! Wo haben wir hier 3? Was ist das? Ah, rechnen wir noch nicht. Aber jetzt. Zack. Und wir fangen bei der nächsten Aufnahme mit 15 Mark 7. Oh Gott. Wir fangen bei der nächsten Aufnahme mit 15 Mark 77 an. Gut, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sind jetzt bei über 29 Minuten. Ich werde ihn weiter einräumen lassen, wie gesagt, damit wir beim nächsten Mal gleich loslegen können. Und danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.